Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Irgendwie leben wir ja doch in einer Art Alltag, Corona-Alltag eben. Dazu gehört auch das hier, Homeschooling. In der sechsten Woche jetzt schon. Jeden Tag sitzen unsere Kinder am Schreibtisch und die Szenen wiederholen sich. Ist das Mikro an? Warum fehlt dieser und jener? Warum sind manche Hausaufgaben nicht hochgeladen? Das kommt vor. Und wenn der Computer streikt, dann geht der Stress erst richtig los. Wir können uns glücklich schätzen und zufrieden sein, dass es doch einigermaßen klappt. Nichtsdestotrotz vermissen unsere Kinder natürlich die Freunde, das Zusammenkommen mit Gleichaltrigen. Das hören wir ja auch immer wieder in den Medien in diesen Tagen. Ja, vieles gibt es, was schwerfällt, immer noch. Und es stellt sich keine Gewöhnung ein, weder in Sachen Homeschooling, Homeoffice noch in all den vielen anderen Beschränkungen. Doch es gibt auch vieles, was mich dankbar stimmen lässt. Und ich muss mir ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen, dass es viele Gründe gibt, dankbar und zufrieden zu sein, auch in diesem Alltag. Die Temperaturen draußen sind eisig, unsere Heizung funktioniert, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich habe mehr Zeit als sonst. Wir können uns was Leckeres zu essen machen, manchmal sogar was bestellen. Wir können uns per Zoom verabreden mit Freunden zu einem Treffen, wenn wir auch nicht zusammenkommen können. Vieles können wir überhaupt auch digital möglich machen, auch unsere täglichen Botschaften. Im 56. Psalm heißt es heute: Ich will Gottes Wort rühmen. Ich will des Herrn Wort rühmen. Ja, als ich das las, habe ich gedacht, manchmal fehlt mir diese Kraft zum Loben, zum Rühmen. Und dann fiel mir ein, wofür ich dankbar sein kann, auch natürlich für Gottes Wort, was mir nochmal meine Augen öffnet, meinen Blick weitet für Dinge, die vielleicht wichtig sind, die ich übersehe, und für die vielen kleinen Alltäglichkeiten an jedem neuen Tag. In diesem Sinne, entdecken Sie diese kleinen Gründe zur Dankbarkeit, bewahren Sie gute Nerven und Geduld, bleiben Sie behütet.